Hallo und herzlich willkommen zu den Nerd Bros. Ich bin Pascal und heute spielen wir Amnesia. Es ist der zweite Teil der Reihe Machine for Pigs. Ich habe ihn noch nicht angetestet, ich habe mir noch keine Videos angeguckt. Ich weiß nicht, wie schlimm dieses Spiel wirklich ist. Ich kann mich nur an den ersten Teil erinnern und es war einfach grausam, dieses Spiel durchzuspielen. Ich werde bestimmt eine Menge Spaß haben. Nein, das denke ich nicht. Ich würde sagen, wir starten direkt ins Spiel. Viel Spaß! So, und da wären wir auch schon. Ich habe ein neues Profil angelegt. Wir werden noch nicht lange fackeln. Neues Spiel starten. Diese Musik alleine macht mich schon kirre. Ich habe jetzt schon ein Häufchen in der Hose. Oh. Okay, ein anatomisches Herz. Schön. Also, mir steht schon bis hier oben. Gänsepelle Deluxe. Ich konzentriere mich einfach. Ich schaffe das. Chaka, du schaffst das. Alles klar. So. Ich denke mal, es kommt noch ein Intro. Ich hoffe es jedenfalls. Oder wahrscheinlich erschrecke ich mich gleich direkt. Yeah. Der sich selbst zum Biest macht, entledigt sich des Schmerzes, menschlich zu sein. Von Dr. Samuel Johnson. Daddy. Daddy. Please don't kill me. Welcher Vater würde das auch tun? Oh Gott. Ja, ist ja gut. Ich hasse kleine Kinder in solchen Spielen. Wenn ich alleine jetzt hier schon Kindergesang höre, das weiß gar nichts Gutes. Ja, so fühle ich mich auch gerade, wie er atmet. Das ist natürlich verlockend. Eine für uns geöffnete Tür. Da würde ich auch definitiv rausgehen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Also, ich glaube, ich werde bei diesem Spiel an meinem Herzinfarkt sterben. Ich war doch gerade eben noch in einem Gefängnis. Okay, jetzt können wir uns schon das erste Mal umgucken. Ach, hier, alles klar. Ach so, das ist doch nett. Ich will da wieder rein. Lass mich da wieder rein. Ah, vielleicht kommt ein Genie raus, aber ich glaube nicht. Also diese Atmosphäre ist jetzt schon sehr bedrückend. Nett abgeschlossen, komme ich nicht dran. Schauen wir uns mal ein wenig um. Da ist ein Briefchen. Ja, ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Bücher über Bücher. Und natürlich, was darf nicht fehlen? Sag mal, Stuhl. Eine Bibel. Und ein Schweine... Oh Mann, seid ihr denn bekloppt? Können wir nicht einen Schweinekopf da reinmachen? Auch wenn es nur eine Skulptur ist. Ich würde sagen, ich darf mich aus dieser Tür rausbegeben. Oh, irgendwas passiert doch gleich. Irgendwas passiert gleich. Daddy,
Ja, natürlich. Ich gehe erstmal in die Tür, die offen ist. Puh. Warum sind denn die alle Sachen zu? Ich kann hier ein Bad nehmen. Alter. Oh, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab Gänsepelle. Hübsch, tolles Klo. Ich glaube, ich werde auch gleich auf Toilette laufen. Nein, da gehe ich noch nicht lang. Da auch nicht. Die Tür ist zu. Hier ist noch so ein nettes Zimmer. I held your hand and watched the blood pool between your legs. You lived long enough to see Edwin, but not Enoch. Oh. I will take care of them, my love. I promise you this. Okay, ich würde sagen, wir müssen diesen einen Gang da hoch. Hier war noch eine Tür, aber ich glaube, die ist auch verriegelt. Yep. Ja, wir müssen diese Treppe da hoch. Okay, laufen können wir auch. Oh Gott, ich krieg eine Krise. Kann ich noch? Ja, okay, um die Ende Ecke sneaken kann ich auch noch. Oh, natürlich. Oh Gott, das will. Diese. Oh, das ist nur ein verkackter Ball und ich raste schon aus. Oh. Fick dich! Oh, das habe ich jetzt nicht gesagt. Sorry. Hallo, hallo. Ich bin nur der Papa. Ich will nichts Böses. Oh, ich sehe schon Schlimmes kommen. Oh, verdammt. Ich, Hilfe. Die Tür geht da auf. Warum geht die Tür da auf? Die Tür ist zu. Hallo! Und es ist keiner hier. Alter. Scheiß die Wand an. Okay. Ich glaube, ich muss da wieder raus. Schlafgutstuhl. Geht das noch? Oh. Moment, R drücken. Jawohl, natürlich geht das noch. Leg dich schlafen. Ich komme wahrscheinlich gleich dazu. Oh, oh. Oh, ich kack mich gleich in die Hose. Da oben läuft irgendwas rum. Auch schön zu wissen, dass hier ein böser Mann kommt. Oh Gott. Oh, hier ist eine Lampe. Oh Gott, das... Das macht's nicht besser. Wo sind die denn jetzt hin? Okay, die kommen da durch, ich komme da nicht durch. Ach, komm schon. Oh, dann kommt hier keiner mehr durch. Ja, schön für dich. Ich... Oh. Ich hätte vorher auf Toilette gehen sollen. Ich hätte echt vorher auf Toilette gehen sollen.
Oh Gottes Willen, Schweinescheiße! Ich habe, glaube ich, gerade ein Grunzen gehört. Oh Gott, diese Musik. Okay, ich muss hier runter. Ja, ich höre dich doch. All diese Atmosphäre ist schrecklich. Und diese Bilder machen es nicht besser. Gott. Oh Gott. Kann ich das ausschalten? You don't mind if I record this, do you? I find it most useful. Ah, you have one of those wonderful departed bills. No, of course not, my dear fellow. It's my own design, Professor, along with everything. Oh, Gottes Willen! Oh, Gottes Willen! Oh. Oh Gott. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Es ist nur Donnergrollen draußen. Meine Genitalien spielen verrückt. Okay, also hier, ne? Nur mal zum Zeigen. Gar nichts passiert. Alles ist gut. Ich will diese Knarre haben. Okay, was zur Hölle war das? Warum schmeißen die alle meine Bilder auf den Boden? Okay, ich muss durch diese Tür. Oh Leute, das kann doch nicht deren Ernst sein. Oh, Telefon. Hello? Hi? Precious Eagle Cactus Fruit. Help us. Was? Adlerkaktus? Was? Bist du ein Adlerkaktus? So, ganz wichtig in diesem Spiel. Versuchen, jede Schublade aufzumachen. Überall könnte was drin sein, wie zum Beispiel dieses Briefchen. Ich lese nicht gerne, von daher überspringe ich es jetzt einfach auch. Licht, oh, das ist schön. Licht ist immer gut. Okay. Schublade geht nicht auf. Das war's hier drin? Ich will diese... Oh, halt. Das ist ja... Ach so, oh. Das, so war das noch nicht mal geplant. Okay, scheinbar ist hier irgendwo eine Tür gerade aufgegangen. Ich hab's doch gerade mir schon gedacht, als ich hier dran vorbeigegangen bin, dass da eine Tür sein könnte. Kann ich es wieder zumachen? Ja. Oh. Am besten machen wir das Licht aus. Was heißt das hier? Was hat das gebracht? Das hat mir diese Tür da aufgemacht, so wie es aussieht. Oh, diese Musik. Hallo? Hallo? This dawning epoch. This age of reason. An empire grown ripe for the bleeding. Das ist schon ein bisschen sehr creepy hier. Also scheinbar gibt es hier ein paar eklige Menschen, die hier Leute beobachten. Oh Gott, das... Sag mal! Ihr habt doch einen Schaden!
Was für Freaks wohnen denn hier? Was ist das für ein Schleifgeräusch? Alter. Oh Gott. Ja, die Tür leuchtet, ich glaube, ich muss sie betreten. Also mein Herz geht gar nicht. Ja, zu Lillys Ehren ein Bankett. Gott, nein. So Leute, das war's mit dem Let's Play für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir werden das nächste Mal weiterlaufen in diesem ach so tollem Haus, wo komische Dinge vor sich gehen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Amnesia.